In Thüringen entsteht derzeit der 7. Krankenhausplan. Er stellt die Weichen für die Zukunft des Gesundheitswesens im Freistaat und sichert die medizinische Versorgung der Bevölkerung im stationären Bereich. TK Spezial hat sich mit Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner von der Partei Die Linke getroffen, um zu erfahren, wie Thüringens Krankenhauswesen zukunftsfest gemacht werden soll. Es geht um neue Strukturen, um Qualität, um Effizienz. Es geht um die Gesundheit. Wie gesund ist Thüringens Krankenhauslandschaft? Ich denke, sie ist in groben Zügen ist sie gesund. Wir haben eine tolle Krankenhauslandschaft. Wir haben die meisten Krankenhäuser sind entweder saniert oder sind neu gebaut. Wir haben viele ganz engagierte Ärztinnen, Ärzte, Pflegepersonal. Also insofern, wir haben eine wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung in Thüringen. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Also grob gesagt kann man sagen, wir haben eigentlich hier einen guten Zustand. Ist wirklich alles so gut? Für den Moment ist es richtig und gut, aber wir wissen natürlich auch, dass sich die Dinge auch ändern werden. Also wir haben eine sich verändernde Bevölkerung. Das heißt, zum einen nimmt die Bevölkerung ab, viele junge Menschen gehen auch weg. Und wir haben aber auch eine Bevölkerung, die älter wird. Das heißt, die Anforderungen an die Krankenhäuser, die verändern sich. Wie gehen wir damit um, dass wir eine älter werdende Bevölkerung haben, die ganz andere Krankheitsbilder zum Teil auch hat? Wie gehen wir damit um, dass die Bevölkerung auch weniger wird, dass es im ländlichen Raum vielleicht nochmal anders aussieht als in der Stadt? Das sind Dinge, mit denen wir auf die wir uns einstellen müssen und wo auch die Krankenhäuser sich hohe Anpassungsleistungen zu erbringen haben. Wie ist der Stand auf dem Weg hin zu lokalen Versorgungszentren? Da kann man das ist kein Allheilmittel und das kann jetzt auch nicht für jeden ländlichen Raum gleich aussehen, so ein lokales Gesundheitszentrum. Sondern uns ist klar, dass überall dort, wo es bestimmte Bedarfe gibt, also dass zum Beispiel kein Krankenhaus da ist oder ein Krankenhaus nicht wohnortnah ist, wo vielleicht ambulante Versorgungsangebote fehlen, wo man vielleicht gerade im Bereich Geriatrie oder älter werdende Bevölkerung nochmal etwas tun muss, da kann es sein, dass man da in dem Ort vielleicht so ein lokales Gesundheitszentrum errichtet, aufbaut, das sich vielleicht vor allem mit dem Aspekt Altersmedizin beschäftigt. In einem anderen Ort kann es aber darum gehen, einfach nur abzusichern, dass es eine ambulante, funktionierende Versorgung auch vor Ort gibt. Und insofern diskutieren wir gerade mit den Krankenhäusern, wo wäre es vielleicht notwendig, einen Krankenhausstandort eventuell auch weiterzuentwickeln, genau in diese Richtung. Statt Krankenhäuser zu schließen, sollen sie enger und effizienter zusammenarbeiten. Die Kliniken stehen untereinander im Wettbewerb. Wie stellen Sie sich das vor? Es ist eben wirklich ein Problem, vor dem die Krankenhäuser stehen. Also wir wollen uns ja nichts vormachen. Das Gesundheitssystem ist natürlich auch so, dass Krankenhäuser zum Teil in einen Wettbewerb miteinander gehen, der zum Teil auch ruinös sein kann. Also dass man sich eventuell gegenseitig Patienten, Ärzte, Pflegepersonal abwirbt, um sozusagen Fachkräftebedarf auch absichern zu können. Also das ist sozusagen eine Sache, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, das wissen die Krankenhäuser auch. Und aus unserer Sicht wäre es wichtig, dass Krankenhäuser versuchen, sich mehr aufeinander abzustimmen, mehr zu kooperieren, auch zu überlegen, wo, in welchem Krankenhaus muss welches Fachgebiet auch wirklich vorgehalten werden. Also wir brauchen nicht in nahegelegenen Krankenhäusern Doppelstrukturen. Und das ist, denke ich, die Hauptaufgabe, die vor den Krankenhäusern hier in Thüringen steht, genau diese Kooperation, diese Zusammenarbeit weiter zu betreiben. Wir unterstützen das, wo wir können. Entsprechend haben wir jetzt sind wir dabei, eine Verordnung für den Krankenhausplan zu erstellen, den Krankenhausplan selbst zu erstellen und wollen dort den Krankenhäusern sowohl Qualitätsstandards auch vorgeben, aber auch die Freiheit, selber zu entscheiden, wie man dann damit auch umgeht. Geplant ist eine Facharztquote. Was bedeutet das konkret für die Krankenhäuser? Wir wissen, dass viele Krankenhäuser eine Facharztquote faktisch auch schon einhalten. Es gibt ja entsprechende Facharztstandards, an die sich den Krankenhäusern orientieren müssen. Und wir wollen aber jetzt, indem wir ganz explizit diese Facharztquote auch nochmal in die Verordnung reinschreiben, auch dafür sorgen, dass es ein Qualitätsstandard ist, der auch nachprüfbar natürlich auch ist und der unter Umständen dann auch mit Sanktionen verbunden sein kann. Also das ist uns wichtig, weil wir in der ganzen Gemengelage, in der wir uns befinden, also Wettbewerb der Krankenhäuser, sich verändernde Bevölkerung und so weiter,
gucken müssen, für welche Richtung wir uns entscheiden. Und wir haben gesagt, Patientensicherheit, Patientenwohl ist uns besonders wichtig. Und dazu gehört für uns vor allem diese Ärztequote, aber eben auch die Facharztquote. Ich glaube, davon hängt auch Behandlung ab. Hat man den Facharzt, den Arzt da als Gegenüber, findet die Kommunikation auch statt, die so ein Patient auch braucht, die Angehörige auch brauchen. Und dafür finden wir so eine Quote wirklich notwendig. Auch seitens des Bundes gibt es Überlegungen, wie Qualität gesichert werden kann. Geht Thüringen hier eigene Wege? Na, wir müssen mal schauen. Also die Qualitätsstandards, die ja auf Bundesebene jetzt entwickelt werden, spielen ja vor allem eine Rolle in Bezug auf Ergebnisqualität. Also wie viel operative Eingriffe muss eine Fachabteilung leisten, damit sie auch erhalten bleibt. Und wir sind momentan, schauen wir kritisch auf die Dinge, die wir bisher erfahren haben, weil wir nicht glauben, dass das belastbar ist für die Krankenhäuser und wir auch als Land dann schauen müssen, ob wir sozusagen die Möglichkeit nutzen, da auch als Land eigene Wege zu gehen oder ob wir sagen, das sind ja Qualitätsstandards, die auch belastbar und also mit denen man auch umgehen kann. Mit Blick auf die geplanten Qualitätsstandards, wird allen Anträgen auf Fachabteilungen stattgegeben werden? Nein. Also wir werden das schon ganz explizit auch beplanen. Die Facharztquote liefert uns ja dafür dann auch Anhaltspunkte, das beispielsweise auch zu machen. Aber ich habe das ja auch gesagt, wir haben Doppelstrukturen in Thüringen und das brauchen wir nicht, also weitere Doppelstrukturen, sondern wir brauchen Spezialisierungen auch in bestimmten Bereichen und in die Richtung werden unsere Entscheidungen dann auch gehen. Wie wird sich die Zahl der Planbetten entwickeln? Naja, wir sind im Moment dabei, das nochmal durchzurechnen und es sind ja verschiedene Faktoren, die da auch eine Rolle spielen. Ich habe vorhin gesagt, wir haben zwar eine abnehmende Bevölkerung, aber wir haben natürlich in bestimmten Regionen auch eine älter werdende Bevölkerung und auch eine älter werdende Bevölkerung, die auch zahlenmäßig mehr wird. Darauf muss ich natürlich ein Krankenhaus auch einstellen. Nach den derzeitigen Überlegungen wird es nicht mehr zu gravierenden Bettenkürzungen kommen. An Betten mangelt es also nicht, aber an Fachärzten? Also wir haben auch das uns angeguckt, wenn wir unsere Facharztquote, die wir uns jetzt vorgenommen haben, zugrunde legen und die Fachärzte, die in Thüringen arbeiten, anschaut, dann hätten wir eine ausreichende Facharztquote. Jetzt kommt es darauf an, wie die verteilt sind auf die verschiedenen Krankenhäuser. Das können wir jetzt nicht beurteilen. Wir wissen nur zum Beispiel aus dem Qualitätsspiegel der Krankenhäuser, dass die meisten Fachabteilungen auch entsprechend Fachärzte haben. Aber das ist natürlich eine Aufgabe für die Zukunft. Also hier zu schauen, wie können wir sichern, dass junge Ärzte und Ärzte nach Thüringen kommen, in Thüringen bleiben, dass sie hier eine Zukunft für sich auch finden. Und im Übrigen auch für das Pflegepersonal spielt das genauso eine Rolle. Basis für Neuerungen ist der Krankenhausstrukturfonds des Bundes. Gibt es entsprechende Anträge? Also inzwischen liegen uns 5 Anträge aus den verschiedenen Regionen vor. Wir sind jetzt dabei, das zu prüfen. Und ich habe es ja am Anfang schon gesagt, da werden verschiedene Kriterien eine Rolle spielen. Ist so ein lokales Gesundheitszentrum beispielsweise eine Möglichkeit in der Region? Soll es eher in Richtung Altersmedizin geben? Wie können wir in einem bestimmten Gebiet stationäre und ambulante Versorgung besser miteinander verknüpfen? Das sind die Kriterien, die für uns eine Rolle spielen in der Beurteilung der Anträge. Und da sind wir gerade dabei, das zu prüfen. Kurz und knapp, wie wird Thüringens Krankenhauslandschaft zukunftsfest gemacht? Ja, zukunftsfest gemacht durch eine Facharztquote, die das Land vorgibt, durch Qualitätskriterien, die wir gemeinsam auch erarbeitet haben, aber natürlich zukunftsfest vor allem durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowohl aus dem ärztlichen Bereich als auch aus dem Pflegebereich, die stellen sicher, dass Krankenhäuser hier in Thüringen eine gute Zukunft haben.